Ja, Sir, Sir Lenz hier. Wir sind zum 29. Mal heute unterwegs in der wunderbaren Welt von, naja, nicht mehr ganz so wunderbaren, sondern eher düsteren Welt von Night of the Rabbit. Ich versuche hier das Rätsel zu lösen, warum alle Welten immer schrecklicher werden und zu verhindern, dass Mauswald auch eine dieser schrecklichen Welten wird, ähnlich wie meine eigene. Deshalb gehen wir zurück zum alten Zauberer, der einen dieser beschissenen Echsenwesen eingefangen hat. Doch er... Oh, meine Güte! Hallo? Er befindet sich selber in einer dieser Flaschen. Ist jemand da? Wo ist der alte Magier nur hin? Und schaut uns immer noch nicht richtig an. Kann ich denn die Flasche irgendwie öffnen? Du, meine Güte! Ich kann zwar das Regal anschauen. An sich befindet sich hier auch ein Hinweis darauf, dass ich ihn einzeln anschauen könnte. Doch das ist offensichtlich so nicht möglich. Sein Zimmer ist weiterhin so unordentlich. Don't panic, ganz nach. Oh, schön, er hat hier lauter Echsen aufgehängt. Hahaha. Und Bowlerhüte wie bei Schirmschaum und Melone. Und was entdecke ich noch, das mir bekannt vorkommt? Ja, Partner durch die Galaxis. Alles andere ruft gerade nichts in mir hervor. Wir versuchen das Regal anzuschauen. Und kriegen darauf hin hoffentlich einen Hinweis darauf, dass die Flaschen darauf sind. Ist das nicht? Ja, das ist er. Und ich habe mich hinübergezaubert, klar. Ich war das. Offensichtlich hat er mich hier rausgezaubert. Was machen Sie denn in der Flasche? Hilf mir hier raus. Aber wie? Das will ich aber gerne versuchen. Zerbrich das Kristall. Mit Gesang? Wie bitte? Das war der Hinweis? Zerbricht das Kristall? Okay. Da, mit einer Glocke vielleicht? Nicht mit einer Glocke. Kann ich ihn einfach runterschieben? Flasche mit Magier? Nein. Aber wie? Zerbrich. Okay, ich schau mal kurz in mein Tagebuch. Wenn es nur Wege gäbe, seine Fesseln zu sprengen. Okay, ich könnte auch meinem Glück bei der Echse im Sumpf etwas nachhelfen, nach der Aussage, die ich hier erhalten habe. Ich wollte nicht hierhin, ich wollte hierhin. Und die Echse im Rathaus hat so tief ins Glas geschaut und die Echse im Stadtzentrum sollte etwas von ihrer eigenen Medizin zu schmecken bekommen. Dem ist wohl richtig. Wir haben Juckpulver, können wir mit dem Juckpulver irgendwas anfangen? Nicht wirklich. Ich, Das klappt so. Soll irgendwie versuchen. Nein, ich bin. Dein Kristall zu zerstören. Jetzt nicht. In der Nacht offensichtlich auch nicht. Ich würde es gerne mit Gesang probieren. Mit Fuchslist. Mit. Grünwuchs. Nichts. Da ist wohl nichts. Nichts. Nicht. Auch nicht wirklich. Puh, kann ich denn einen Aufkleber an deiner Flasche befestigen? Oder die Sterne um Rat erfragen? Nicht wirklich. Okay, hier hinten ist ein Etui. Ah, und hier ist ein Säckchen. Ich bin im Regal, deswegen. Prall gefüllt mit irgendwas. Die Naht passt schon auf. Okay, wir können die sicherlich irgendwie öffnen. Mit unserem Stock? Da muss. Nicht wirklich, denn das ist nur noch klebriger Sirup. Mit der Spitzenende eines Nagels. Yeeha, Baby. Mais. Was ist mit dem Mais? Das nehme ich mit. Okay. Ich habe jetzt ein Maiskorn. Gibt's hier oben sonst noch etwas? Von Sonnenlicht beleuchteter Spalt. Aus, als ob das Regal bald auseinanderfällt. Okay. Bald, aber noch nicht. Gut, wir haben Randall's Monday gespielt. Und Maiskorn bedeutet Popcorn. Popcorn ist größer als Mais. Und jetzt? Maiskorn wird so bestrahlt. Und Hitze erhalten wir durch die Nutzung
Okay. Einer Lupe. Gute Sache. Es funktioniert. Es hat ihn sogar abgeschossen. Noch viel lustiger. Wie auch immer die Echsen ihn da reingebracht haben. Du hast mich befreit. Natürlich habe ich das. Was ist passiert? Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Okay. Mir ist es gelungen, einen von ihnen in eine Bandflasche zu sperren. Doch wir haben mehrere Flaschen da oben. Wieso hast du das getan? Konsortium Squamata. Ein Konsortium von Echsen. Wir haben schon viele Welten heimgesucht. Wahrscheinlich. Das war im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja, der Marquis dem ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Und das weißt du nicht einmal, dass es das Dunkle ist. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bandflaschen. Ich habe jetzt Bandflaschen erhalten. Die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald drei und Stück. Dein Zuhause sind verloren. Wir sind, wissen schon, wo sie sich befinden. Der Mag um Mauswald. Okay, nun darf ich dimensionsumspannende Echsenmonster bekämpfen. Fast also so, wie ich vorher behauptet habe, ein Endgegner. Es sind nur vier. Gut, einer befand sich auf dem Marktplatz, einer befand sich an der Radiostation und ein weiterer im Rathaus. Der Magier hat gesagt, sonst stecke ich am... Okay, sonst stecke ich drinnen. Sollte es jetzt tatsächlich auch ein böses Ergebnis geben, wenn ich etwas falsch mache? Interessant. Also der da drinnen, der möchte, dass ich irgendwas besitze. Der hier ärgert sich, dass ich als Zweiter erst da bin. Ich probiere trotzdem einfach mal die Flasche direkt auf ihn anzuziehen. Wie niedlich. Das Menschenkind apportiert eine Flasche. Wow, wow, wow. Dass ich genug Flaschen habe. Nee, hast du nicht. Für die ganze Stadt. Es gibt nie genug. Man braucht immer noch mehr. Okay, das hat natürlich nicht gereicht. Kann ich ihn mit Juckpulver ärgern? Nein, also der da drin möchte, dass ich... Der drin ist Alkoholiker, der braucht irgendwas zu trinken. Dafür brauche ich... Wahrscheinlich... Blausaft? Der hier... Wie war das nochmal? Nein, ich wollte nicht zur Bonussammlung. Ich wollte zu meinem Tagebuch. Der sollte ich meinem Glück ein bisschen nachhelfen. Die hat so tief ins Glas geschaut und die soll von ihrer eigenen Medizin zu schmecken bekommen. Kann ich etwas von ihrer eigenen Medizin erhalten? Wünschtest du nicht wie... Vielleicht, wenn ich hier eine klaue. Oder ich lege einfach eine der Flaschen darin ab. Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. Das werde ich versuchen. Sie steckt jetzt darin. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ja, aber wirklich. Ist mir wurscht. Hat ihren Preis. Das ist mir egal. Und sie sollen es nicht bereuen, denn man... Für jedes Problem die Lösung. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Ja, das behauptest du. Der Korken sitzt aber fest. Aber das tut er. Wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Wirst du dich bald in der Flasche befinden. Nummer 1 habe ich erwischt. Und ich habe tatsächlich eine Karte für Zaroff erhalten. Okay. Was hast du getan? Ich werde... Das ist
ist eine Eintrittskarte. Ja, die darfst du dir gerne nehmen. Da ist jedes Mal einer dabei, der eine Eintrittskarte unbedingt haben möchte. Okay, sobald sie ihre Eintrittskarte denken zu haben, schläfen sie ein. Schlafen sie ein. Was für eine Show. Und sie sehen die Show, während sie schlafen. Ich meine, das ist nicht das Schlimmste. In der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Vielleicht sind auch die gar nicht böse. Es muss an Vielleicht der denken wir nur, dass sie böse sind. Die Hexe verloren hat. Da lasse okay. Ich besser die Finger davon. Ich nehme sie mir gleich. Eine Eintrittskarte für die Zaubervorstellung des großen Zarow. Da lasse ich als der Hase die Karte. Vielleicht können wir sie aufnehmen mit unserem klebrigen Steck. Da muss kein. Nein, aber ich hätte sie doch aufnehmen Wer wollen. Wer zuletzt lacht. Okay, ich brauche den nicht aufnehmen. Der hier drin braucht irgendwie Alkohol. Irgendwie braucht er Alkohol. Kann ich denn die Flasche direkt auf ihn anwenden? Besser nicht. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Augenscheinlich nicht. Hat seine Wirkung nicht verfehlt. Nein. Das verwirrte Hörnchen steht im... Aber der Papierkram... Für dich müssen wir die Flasche irgendwie mit Alkohol füllen. Oder dir gekommen, das Gefühl geben, dass darin sich Alkohol befindet. Was ist denn mit dem Kollegen hinten an der Radiostation? Da müssen wir irgendwie dem Glück nachhelfen. Können wir das mit Hoffnung machen? Das wäre... theoretisch eine Möglichkeit. Oh, hey. Plato noch da und noch nicht eingeschlafen, weil er sich zu viel Sorgen um Anja macht, wahrscheinlich. Hallo, Jerry. Na? Ich möchte gerne zur Radiostation. Nein, da will ich doch gar nicht hier nach, ich Trottel. Ich wollte hinter zum Sumpf, zur improvisierten Radiostation. Aber meine Güte, so schlimm ist das auch nicht. Da ist es genau einen Weg. Einen Wegschritt hin. Du kannst doch. Ich meine, dann noch einen Lauf. Die Allwissenden. Okay, aber. Was sagt er nun? Murmel, blablabla. Es ist dieses. Sei ein guter. Du, das Schicksal. Okay, das haben wir alles doch schon gehört, mein. Trommelklappe. Dort springen die Unglück wird über dich. Das ist mir wurscht. Lügsager. Wahrsager. Was kann ich denn? Kann ich denn da rein die einfach legen? Besser nicht. Nein, das kann ich leider nicht. Das wäre auch zu cool gewesen. Habe ich sowas wie eine weiße Kugel, die ich ihm geben kann? Was ist, wenn ich da Juckpulver reinlege? Ich hätte es trotzdem lustig gefunden. Unglück. Ich würde sagen, es ist Zeit für Rumklick-Action. Ach, da schau an. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen oder können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersagen? Sehr schön. Wollen wir doch mal sehen, richtig. Es ist natürlich. Diese sagt, tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Holl. Okay, er tanzt für uns. Was hat der für ein Glück? Ja, ja, die Weißen bringen Glück, doch die schwarzen Kugeln leider nicht. Das größte Glück ist, Zarow zu sehen. Noch eine Kugel. Einen Lauf. Ist ja fast wie Scientology. Aber ich habe all mein Geld ausgegeben. Ich nehme auch an. Okay, jetzt ist das ganze Geld weg. Jetzt nimmt er. Ich will. Gegenstände. Alles. Deinen Sender. Deine alles. Aufwege. Für eine Kugel. Und jetzt ein
Natürlich. Und jetzt deine Kugel. Maulwurf in der Kugel, Maulwurf in der Kugel und Maulwurf in der Kugel. Welch ein Glück. Du darfst Zarov sehen. Nachdem er alles gekriegt hat. Endlich. Ich mag ihm vielleicht nicht geholfen haben, aber doch fühlt er sich glücklich im Moment. Mit seinen krallen Händen und Füßen, die aussehen wie von einem schlimmen Monster. Komm, Fliege, hau ab, Fliege. Ja, die Fliege ist in der Blume. Und nicht bei dir, du dämliches Sechsenwesen. Ich schnapp mir mal ganz schnell hier die blaue Rübe. Die ist da gerade runtergefallen. Was auch immer ich damit anfangen werde. Die sind genauso blau wie Blausaft. Kann ich dich denn verbinden mit... Nein? 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 Nein. Nein. Ich leg sie wieder ab. Ja, was sei denn? Ich rede nochmal mit dir. Kannst du auch deine eigene Zukunft vorhersagen? Und danach nochmal meine eigene und dann weiß ich aber gerade auch nicht mehr weiter. Natürlich ist deine wieder glücklich. Er darf wieder tanzen. Fliege. Schöne Blume. Ich wollte die Fliege anklicken. Ja, du erwischst sie nicht, du erwischst sie nicht. Na wirst du. Okay, irgendwas muss ich tun, während er das macht. Das hilft also auch nicht. Und hier muss ich ihn doch... Entschuldige, Sumse. Komm schon. Besser nicht. Ja, das hilft nichts. Er streckt sich und versucht, die Fliege zu erwischen. Die Fliege zu erwischen. Und wir machen das Ganze nochmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mit dem Blausaft-Ding zusammenhängt. Und er ist abgelenkt. Komm schon! Was kann ich denn da sonst hineinstecken? Das kann doch nicht angehen. Lassen Sie nochmal tanzen? Ich muss die ja hier irgendwie schnappen können. Sie auch ihre selbst. Und wir haben jetzt neuerdings die blaue Rübe. Und ich möchte irgendwas mit der blauen Rübe machen. Die Klappe ist offen, okay. Glück wird über dich kommen. Ich lüge. Ach du meine Güte, irgendwann muss das doch funktionieren. Selbst. Unglück wird über dich. Das funktioniert so nicht. Wie soll das denn funktionieren? Was ist denn, wenn wir alles verbinden? Also, du tanzt. Können Sie auch Ihre eigene Selbstverständlichkeit? Ich schüttel die Blume. Schnapp mir, während er die Murmel hat, eine blaue Rübe, schmeiß sie da rein. Er versucht sie wieder hineinzuschmeißen. Es hat nichts sollen sein. Er kriegt die Fliege nicht. Die Fliege ist viel zu cool, dass er sie kriegen darf. Okay, es hat nicht geklappt, dass er sie hineingeschmissen hat. Sehr gut. Gut.
Schanze jetzt. Voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold, steht auf der Kugel. Nehme ich die Kugel? Das ist die Kugel, die sich der komische Typ immer selbst zieht. Da klebt ein Zettel drauf. Tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich. Richtig, die zieht er sich immer selber. Das ist die Tanz. Na, wenn da sowas drauf klebt, dann kleben wir doch was anderes drauf. Jawohl, sehr schön. Passt perfekt. Was steht denn jetzt da drauf? Ein Schluck? Na, das klingt doch. Hey, du. Viel Glück. Kann ich dir die einfach geben? Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee? Ja, würdest du auch was tun? Dort springen die Glück. Unglück. Okay, ich will dir das geben, damit du einen Schluck davon nimmst, Junge. Gute Idee. Gute Idee. Ich frag wieder nach meinem eigenen Zukunft. Können Sie mir auch das machen? Kann ich auch mit 20 pro Jahr? Pro Tag? Nee, aus jetzt die Alten. Das Gleiche. Es ist deine Schuld. Jawohl. Die blaue Rübe ist rausgeflogen. Damit bin ich fürs Erste. Die will aber nicht mehr. Wir nehmen das auf. Oh, entschuldige, Sumse. Nehmen die Kugel, schmeißen sie hinein. Denn das ist die, die er sich immer selber erwischt. Reden dann nochmal mit ihm. Komm schon, schmeiß sie weg. Nimm deine eigene Zukunft. Und deine eigene Zukunft sagt jetzt, dass du was trinken sollst. Bitte schön. Ja, exakt das. Aber die Kugel hat nie gelogen. Richtig, hat sie auch nie. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Ja, weißt du was? Ich hätte da eine Flasche für dich. Jene Flasche. Die Kugel führt mich zu ihr. Ich muss sie öffnen, um an mein Glück zu gelangen. Na, dann gib mir mal alles Geld, das du hast, um sie zu erhalten. Ich gebe Glück und siehe, mir wird Glück gegeben. Was hat der da? Glück? Könnte ja sein. Endlich. Viel länger hätte ich den nicht mehr ausgehalten. Nee, das war schon lang genug. Und der Fuchs kehrt wieder zurück zu uns. Kitsune, habe die Ehre. Ist der weg. Kitsune. Tokage-Seidan sind ja, die Episode wird ein bisschen länger. Kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie wird sich für immer verlaufen. Habt ihr sie vertrieben? Jerry, ich kann meinen Weg nach Hause nicht mehr öffnen. Das waren bestimmt... Nee, da ist ein Nagel drin. Ich will nach Hause. Da geht's dir nicht Kitsune, alleine so. Warte. Weg ist sie. Aber sie kümmert sich ja nur um sich. Offensichtlich. Ludwig? Endlich. Saraf. Okay. Ja, meine lieben Freunde und Freundinnen, es war mir wieder eine Freude, dass ihr heute mit dabei wart, dieses sehr übersichtliche Rätsel zu lösen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr morgen wieder vorbeikommt und mir ein Like, ein Abo oder vielleicht sogar einen Kommentar da lasst. Ach, eigentlich wäre ich einfach nur froh, wenn ihr dieses Video gucken würdet. Ansonsten bleibt mir nur, euch einen schönen Abend zu wünschen. Tag, Nacht, wann auch immer ihr das schaut. Gehabt euch wohl.